Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und einem alten Fall lauschen möchtet. Heute entführe ich euch nach Villisca, Iowa. Das liegt im mittleren Westen der USA zwischen Missouri River und Mississippi River. Die Hauptstadt Des Moines ist ungefähr 2 Autostunden entfernt oder rund 161 Kilometer. Es ist eine ländliche und hügelige Gegend mit vielen Maisfeldern. Der erste Plan der Stadt wurde 1858 von D.N. Smith von der Chicago, Burlington und Quincy Bahngesellschaft erstellt. Er nannte die Stadt Villisca, weil er dachte, dass das in der Sprache der Ureinwohner dieser Gegend hübscher Ort oder angenehme Aussicht bedeutet. Es ist Juni 1912, Sommer, und wir begeben uns an den Schauplatz eines schier unfassbaren Verbrechens, wohl das Schlimmste, das dieses kleine Örtchen Villisca je erlebt hat. Aber beginnen wir am Anfang. Josiah B. Moore wurde am 29. Dezember 1868 in Hannover im Bundesstaat Illinois geboren. Okay, es wird Hanover ausgesprochen, aber wir wissen ja alle, woher das kommt. Er hatte 8 Brüder und 2 Schwestern. 2 weitere Geschwister waren schon kurz nach ihrer Geburt verstorben. Und erst im November 1910 starb eine andere Schwester viel zu früh mit nur 44 Jahren an einer Nierenentzündung. Sein Vater kam aus Irland und seine Mutter war in Illinois geboren. Josiah Moore war einer der bekanntesten Geschäftsleute von Villisca. Er hatte seit 1908 eine eigene Firma für landwirtschaftliche Geräte und war eine geschätzte Führungspersönlichkeit in geschäftlichen und sozialen Kreisen. Mit 31 Jahren heiratete Josiah die 26 Jahre alte Sarah Montgomery am Abend des 6. Dezember 1899, einem Mittwoch, im Haus ihrer Eltern. Sie war erst im März 1893 mit ihren Eltern und ihrer 2 Jahre älteren Schwester Mary von Illinois nach Villisca in Iowa gezogen. Sie war ein sehr aktives Mitglied der Presbyterianischen Kirche. Die Presbyterianische Kirche entstand in Schottland und gehört zu den evangelisch-reformierten Kirchen. Man bezeichnet allgemein die reformierten Kirchen mit schottischem Ursprung als presbyterianisch. Josiah und Sarah Moore bekamen 4 Kinder. Herman Montgomery im Jahre 1900, Mary Catherine im Jahre 1902, Arthur Boyd im Jahre 1905 und Paul Vernon, der Jüngste, kam im Jahre 1907 zur Welt. Im Jahr 1912 waren die Kinder also 11, 10, 7 und 5 Jahre alt. Herman, der Älteste, soll ganz der Sohn seines Vaters gewesen sein. Die beiden haben immer sehr viel miteinander unternommen und ähnelten sich wohl sehr. In dem kleinen Örtchen Villisca, das nur ein paar tausend Einwohner hat, sind die Moors beliebte und angesehene Bürger und Nachbarn. Sehr integriert in soziale und kirchliche Angelegenheiten dieses so isoliert liegenden Örtchens. Das Wochenende vom 8. und 9. Juni 1912 war ein ganz besonderes. Der 9. Juni war ein Sonntag und Kindertag. Jedes Jahr zum Kindertag veranstaltete die Presbyterianische Kirche im Ort ein besonderes Programm. Auch in diesem Jahr. Es wurde also viel vorbereitet und Sarah Moore koordinierte die Festlichkeiten der Kirche, auf die sich alle Kinder schon ganz besonders freuten. Auch die beiden Töchter eines wohlhabenden Bauern, der südöstlich von Villisca lebte. Lena Gertrude Stillinger und ihre Schwester Ina May waren enge Freundinnen von Catherine Moore. In knapp 7 Wochen würden beide ihren jeweils 12. bzw. 9. Geburtstag feiern. Sie gingen an diesem Sonntagmorgen, wie jeden Sonntag, zur Kirche und danach zu ihrer Großmutter zum Mittagessen. Das Kindertagsprogramm sollte gegen 20 Uhr beginnen und bis ca. 21.30 Uhr gehen.
Danach wollten sie zurück zu ihrer Großmutter und auch bei ihr die Nacht verbringen. Aber es sollte anders kommen. Catherine Moore überredete ihre beiden Freundinnen, stattdessen bei ihr zu übernachten. Das kam wohl öfter vor und war nichts Ungewöhnliches. Und so ging die Familie Moore zusammen mit den Stillinger Mädchen nach der Veranstaltung zu ihrem Haus, das nur ein paar Straßen von der Kirche entfernt ist. Sie betraten ihr Haus irgendwann zwischen 21.45 Uhr und 22 Uhr an diesem Sonntagabend. Am darauffolgenden Montagmorgen, dem 10. Juni, war die Nachbarin Mary Peckham wie immer sehr früh auf den Beinen. Sie hängte schon um 5 Uhr ihre Wäsche im Garten auf. Gegen 7 Uhr wunderte sie sich, dass das Haus der Moores immer noch gespenstisch ruhig war. Josiah Moore verließ gewöhnlich immer sehr früh das Haus und auch Sarah Moore war um 7 Uhr gewöhnlich schon auf, um Essen zuzubereiten und sich um die Tiere zu kümmern. Aber es war kein Laut aus der Richtung der Moors zu hören. Gegen 8 Uhr ging Mary Peckham dann etwas beunruhigt hinüber, um nachzuschauen, was los ist. Vielleicht waren sie krank, vielleicht brauchen sie irgendetwas. Sie klopfte, bekam aber keine Antwort. Sie ging ums Haus herum und auch dort sah und hörte sie nichts. Fürsorglich wie sie war, ließ sie schon mal die Hühner der Moors aus dem kleinen Stall. Sie dachte, das wäre das Mindeste, was sie tun kann. Dann ging sie wieder zurück zu ihrem eigenen Haus. Als ihre Beunruhigung aber wuchs, entschied sie sich, Josiahs Bruder Ross anzurufen und ihn zu bitten, zu kommen. Auch er klopfte, rief und lief ums Haus herum. Auch durch die Fenster konnte er keine Bewegungen im Haus ausmachen. Erst dann holte er einen Schlüsselbund hervor und schloss mit einem der Schlüssel die Haustür auf. Es wurde später ausgesagt, dass sich kein Schlüssel an der Innenseite der Haustür befunden habe. Jemand muss die Tür von außen abgeschlossen haben. Während Ross Moore ins Haus ging, wartete Mary Peckham draußen auf der Veranda. Er ging direkt durch das Wohnzimmer in eines der Kinderzimmer. Als er die Tür öffnete, hörte Mary Peckham ihn schreien. Er sah zwei Leichen auf dem Bett und dunkle Flecken auf den Betttüchern. Er lief zurück zu Mary Peckham und sagte ihr, sie soll sofort den Sheriff holen. Der Sheriff des Ortes, Hank Horton, kam gegen 8.30 Uhr am Haus der Moores an. Er kam aber nicht allein. Er brachte Dr. Cooper und den Pfarrer der presbyterianischen Gemeinde, Wesley Ewing, mit. Bald darauf waren auch der Gerichtsmediziner des Bezirks Lindquist sowie ein dritter Arzt mit Namen Williams am Tatort. Die beiden Leichen im unteren Kinderzimmer waren die von der 11-jährigen Lena Gertrude Stillinger und ihrer 8-jährigen Schwester Ina May. Im oberen Stockwerk wurden die Leichen der Moores gefunden, Josiah B. Moore, seine Ehefrau Sarah und die 4 Kinder. Alle im Haus waren brutal ermordet worden, ihre Schädel zertrümmert, während sie schliefen. Da man die Moores noch am Abend zuvor gegen 22 Uhr lebend gesehen hatte und Mary Peckham um 5 Uhr früh schon alles still und ruhig vorfand, ging man von einem Todeszeitpunkt irgendwann zwischen Mitternacht und 5 Uhr früh aus. Nachdem die Morde entdeckt wurden, verbreitete sich diese Nachricht wie ein Leuchtfeuer in ganz Villisca und Umgebung. Die ganze Gemeinde war verständlicherweise in hellster Aufregung. Die Moores waren bekannt, beliebt und angesehen. Das war ein absoluter Schock. Vor allem die Brutalität ließ allen das Blut in den Adern gefrieren. Wie das damals leider sehr oft üblich war, dauerte es nicht lange, bis Dutzende, es ist sogar von bis zu 100 die Rede, Nachbarn, Neugierige und Schaulustige ihrer Betroffenheit mit ihrer Anwesenheit am Haus und im Haus der Moores Ausdruck verleihen wollten. Das anwesende Ermittlerteam verlor schnell den Überblick und die Kontrolle über den Tatort. Es heißt, all die Menschen stapften durch das Haus und starrten die Leichen an. Auch das ist eine gruselige Vorstellung.
und so entwürdigend. Erst gegen Mittag kam die Nationalgarde von Villisca und sperrte das ganze Gebiet ab und sicherte das Haus. Und wahrscheinlich auch erst dann konnten die Profis mit ihrer Arbeit wirklich beginnen. Es wurde festgestellt, dass alle Personen in diesem Haus erschlagen worden sind, wahrscheinlich mit der am Tatort gefundenen Axt. Alle scheinen zum Zeitpunkt des Angriffs geschlafen zu haben. Die Ärzte grenzten später den Zeitpunkt der Tat auf kurz nach Mitternacht ein. An allen Fenstern im Haus waren die Vorhänge zugezogen. Bei zwei Fenstern, die keine Vorhänge hatten, wurden einfach Kleidungsstücke der Moors davor gehängt. Alle Gesichter wurden nach den Morden mit Kleidungsstücken bedeckt. Die Axt wurde in dem Kinderzimmer entdeckt, in dem die Stillinger-Schwestern schliefen. Sie lehnte an der Wand. Sie war über und über mit Blut bedeckt. Aber es sah so aus, als hätte man versucht, das Blut abzuwischen. Die Axt gehörte übrigens Josiah Moore. In der Küche stand ein Topf mit blutigem Wasser sowie ein Teller mit Essensresten auf dem Küchentisch. Eine ausgedrehte und kaputte Petroleumlampe wurde am Fußende des Ehepaars Moore auf dem Fußboden gefunden. Eine ähnliche Lampe wurde auch am Fußende des Bettes der Stillinger-Mädchen gefunden. Ebenfalls auf dem Fußboden des unteren Schlafzimmers fand man ein Stück von einem Schlüsselbund. Neben der Axt fand man außerdem, kurioserweise, ein Stück Speck. Es wog fast ein Kilo. Es war in etwas eingewickelt, das so aussah wie ein Geschirrtuch. In der Kühlbox wurde ein zweites Stück Speck von etwa der gleichen Größe gefunden. Also das klingt alles so, als hätte sich der Täter oder die Täter viel Zeit im Haus gelassen. Auf Josiahs Bettseite lag ein Schuh von Sarah. Er lag zwar auf der Seite, hatte aber im Schuh und auch an der Schuhsohle Blut. Der Gerichtsmediziner Lindquist nahm an, dass der Schuh beim Angriff aufrecht stand und dass vom Bett aus Blut in den Schuh tropfte. Dass der Täter später wiederkam, um weitere Schläge mit der Axt auszuführen und den Schuh dabei umstieß. Aus der Auffindesituation der Stillinger-Schwestern schloss man, dass Lena, die Ältere, vermutlich die Letzte war, die getötet wurde und dass sie noch mit ihrem Angreifer gekämpft haben musste. Sie hatte Abwehrspuren an ihrem Arm und an der Innenseite ihres rechten Knies einen Blutfleck. Außerdem trug sie keine Unterwäsche. Auf dem Dachboden wurden zwei Zigarettenkippen gefunden, was die Ermittler zu der Annahme veranlasste, dass der oder die Angreifer dort oben warteten, bis die Familie eingeschlafen war, um die schreckliche Tat zu begehen. Bei Josiah Moore sah es so aus, als hätten sie nur bei ihm die scharfe Seite der Axt eingesetzt und bei den anderen Opfern die stumpfe Seite der Axt. Man hackte ihm wortwörtlich die Augen aus. Alle Türen im Haus waren verschlossen und es wurde sonst nichts im Haus zerstört oder gestohlen. Da wir uns im Jahre 1912 befinden, war das mit der Spurensicherung leider wieder so eine Sache. Fingerabdrücke waren ziemlich neu und an DNA war noch lange nicht zu denken. Selbst mit Tatortfotos hatten sie es wohl nicht so. Es soll damals sogar ein örtlicher Apotheker mit Fotoapparat aus dem Haus geworfen worden sein, was so klingt, als hätte man wirklich keine Fotos gemacht. Im Großen und Ganzen denke ich, die Ermittler waren damals mit einem solchen Mordfall einfach überfordert, weil ihnen die Erfahrung für so etwas fehlte. Heute denke ich, hätte man im ganzen Haus und sicherlich auch am Haus so viele Spuren sicherstellen können, dass der Fall womöglich aufgeklärt worden wäre. In einer Quelle wurde sogar behauptet, dass ein Billardsalonbesitzer aus dem Ort ein Stück von Josiahs Schädel einfach so mitgenommen habe. All diese Dinge, die wir bis jetzt gehört haben, sprechen also nicht wirklich für eine professionelle und adäquate Handhabung des Tatortes und der Verbrechensaufklärung.
Natürlich wurden als erstes die Nachbarn der Moors befragt, ob ihnen irgendetwas in der letzten Nacht aufgefallen war oder sie irgendetwas gehört hätten. Aber so unglaublich es klingt, alle sagten aus, kein einziges Geräusch gehört zu haben. 8 Menschen wurden erschlagen und abgeschlachtet und das völlig geräuschlos. Es war schon nach 22 Uhr an diesem Montag, als der Gerichtsmediziner Lindquist und der Bezirksstaatsanwalt Radcliffe dem Bestatter endlich die Erlaubnis gaben, die Leichen zu entfernen. Die Feuerwache des Ortes musste als provisorisches Leichenschauhaus herhalten und es dauerte bis 2 Uhr früh am Dienstag, bis alle Leichen abtransportiert waren. Am Dienstag, dem 11. Juni 1912, wurde eine offizielle Zeugenbefragung durchgeführt. 14 Zeugen wurden aufgerufen und vernommen. Nachbarn, Verwandte und Freunde der Opfer. Aber diese konnten leider nichts Entscheidendes zum Fall beitragen oder konnten sich irgendwie das Geschehene erklären. Die Morde führten zu fast 10 Jahren Ermittlungen, wiederholten Anhörungen der Grand Jury, einer spektakulären Verleumdungsklage, Mordprozessen und zahlreichen kleineren Rechtsstreitigkeiten. Strafverfolgungsbehörden aus benachbarten Bezirken und Bundesstaaten schlossen sich zusammen und sogar Bluthunde wurden eingesetzt, um den Mörder aufzuspüren. Das Verbrechen machte politische Karrieren und zerstörte politische Karrieren. Nachbarn verdächtigten sich gegenseitig, Freundschaften zerbrachen oder bekamen zumindest einen tiefen Riss. Gerüchte und Verdächtigungen machten die Runde und sie spalteten die kleine Gemeinde. Teilweise tun sie das noch heute. Schon am ersten Tag nach diesem scheußlichen Massaker an diesen 8 armen Menschen gab es eine große Zahl von Verdächtigen und Mordgeständnisse von denen, die nicht einmal Verdächtige waren. Zu den Verdächtigen der allerersten Stunde zählte sogar der Ex-Ehemann von Sarah Moores Schwester Mary. Er hatte bereits mehrere Male mit der Polizei zu tun gehabt und galt als gewalttätig. Auch nach der Scheidung gab es zwischen beiden wohl noch so viel böses Blut, was viele Menschen dazu veranlasste, ihn zu verdächtigen. Er hatte aber ein gutes Alibi und galt offiziell nie als Verdächtiger. Hauptverdächtiger Nummer 1 war Frank Jones, ein prominenter, einflussreicher Geschäftsmann aus Villisca. Josiah Moore hatte einige Jahre für ihn gearbeitet und Frank Jones war immer noch verärgert darüber, dass er ihn verlassen hatte, um sein eigenes Geschäft zu führen. Und das auch noch äußerst erfolgreich. Hier spielten wohl verletzte Eitelkeit und auch Konkurrenzdenken eine Rolle. Auch gab es das Gerücht, dass Josiah Moore eine Affäre mit Frank Jones' Schwiegertochter gehabt haben soll, was den Verdacht gegen ihn noch mehr schürte. Eine Affäre konnte jedoch nie bestätigt werden und wird heute eher bezweifelt. Jedenfalls soll er der Drahtzieher gewesen sein, derjenige, der den oder die Morde in Auftrag gegeben haben soll. Ausgeführt haben soll sie William Mansfield. Mansfield war auch als George Worley und oder Jack Turnbow bekannt. Er soll ein Kokainabhängiger und Serienmörder gewesen sein. Er wurde 1916 sogar verhaftet und vor eine Grand Jury gestellt. Gehaltsabrechnungen lieferten ihm aber ein hieb- und stichfestes Alibi und bewiesen, dass er zum Tatzeitpunkt in einem ganz anderen Bundesstaat gewesen war. Er wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. William Mansfield erhob später Verleumdungsklage und bekam $2.225 Schadensersatz zugesprochen. Manche Leute glauben bis heute, dass Frank Jones in irgendeiner Form Druck ausgeübt hat, sogar Menschen bestochen oder bedroht haben soll, damit man ihm und Mansfield nichts nachweisen konnte. Er soll auch dahinter gesteckt haben, dass ein anderer in den Mittelpunkt der Verdächtigen rückte. Reverend George Jacqueline Kelly. Ein Wanderprediger, der sich mit seiner Frau 1912 in Iowa niederließ, nachdem er mehrere Jahre im gesamten mittleren Westen gepredigt hatte.
Seine Anwesenheit in Villisca in der Nacht der Morde und seine anschließende Abreise in den frühen Morgenstunden des 10. Juni machten ihn zu einem Hauptverdächtigen in dem Fall. Er hatte auch an den Feierlichkeiten der Kirche zum Kindertag teilgenommen. 1917 wurde er festgenommen und gestand ein paar Monate später sogar diese Taten. Er war der Einzige, der wegen dieser Verbrechen jemals vor ein Gericht gestellt wurde. Er hatte den Ruf eines Pädophilen oder zumindest eines Menschen mit abweichendem sexuellen Verhalten. Ein paar Jahre später hat er in einer Zeitung eine Anzeige aufgegeben, in der er eine Stenotypistin suchte, die nackt für ihn tippen sollte. Wie gesagt, er unterschrieb ein Geständnis, in dem er behauptete, Gott hätte ihm befohlen, diese Morde zu begehen und dass er bereit sei, es wieder zu tun. Bei seinem Prozess im September 1917 widerrief er dieses Geständnis aber wieder. Die Jury konnte sich nicht einigen. Wirkliche Beweise fehlten auch. Alles andere waren Gerüchte und Hörensagen, Vermutungen und Unterstellungen. 11 Geschworene sprachen sich für seine Unschuld aus und einer für seine Schuld. Auch in einem späteren Prozess wurde er freigesprochen. Der letzte Verdächtige auf der Liste war Henry Moore. Die Möglichkeit, dass es sich hier um einen Serienmörder handelte, bestand. Etwa zur gleichen Zeit waren im ganzen Mittleren Westen 22 weitere Morde begangen worden und die Tatwaffe war jedes Mal eine Axt. Henry Moore wurde im Dezember 1912 wegen des Mordes an seiner Mutter und Großmutter in Missouri verurteilt. Er hat beide mit einer Axt erschlagen. Aber in diesem Fall ging es wohl um Besitzurkunden für sein Elternhaus. Henry Moore war kein guter Zeitgenosse und saß auch davor schon einmal im Gefängnis. Er war erst kurz vor den Axtmorden in Villisca aus dem Gefängnis in Kansas entlassen worden. Er verbüßte später wegen des Mordes an seiner Mutter und Großmutter eine lebenslange Haftstrafe und wurde mit 75 Jahren auf Bewährung entlassen. Wegen anderer Morde oder den Axtmorden in Villisca wurde er nie angeklagt. Es wurde nie wieder jemand für die Verbrechen an den Moors und den Stillinger Schwestern vor Gericht gestellt. Ob es an schlampiger Polizeiarbeit lag oder ob es wirklich nirgends auch nur einen Hauch von Beweis gegeben hatte, weiß man heute einfach nicht. Es soll damals keine Seltenheit gewesen sein, Morde mit einer Axt zu begehen. Gerade in ländlichen Gebieten war dies eine bevorzugte, weil überall zur Verfügung stehende Waffe, die sich besonders bewährt, wenn das oder die Opfer schlafen und sich nicht bewegen. Das Verbrechen blieb also ungeklärt und die Wahrscheinlichkeit, dass sich daran noch einmal etwas ändert, ist wohl leider eher gering. Besonders tragisch war die Tatsache, dass die Mutter von Lena Gertrude und Ina May zum Zeitpunkt des Mordes an ihren Töchtern hochschwanger war. Sie brachte im August 1912 einen Jungen zur Welt, der aber nur 2 Tage alt wurde. Was für eine Tragödie diese Familien durchmachen mussten. Die Nachbarin Mary Peckham, die als erste bemerkt hatte, dass bei den Moores etwas nicht stimmte, soll wie eine Großmutter für die Moore-Kinder gewesen sein. Sie starb noch im selben Jahr nach einem Nervenzusammenbruch, der durch die Morde ausgelöst wurde. Die Familie Moore und die beiden Stillinger Töchter wurden auf dem Friedhof von Villisca beigesetzt. Ihre Särge wurden auf mehreren Wagen zum Friedhof transportiert. An der Beerdigung am 12. Juni 1912 nahmen 5.000 bis 7.000 Menschen teil. Der Leichenzug bestand aus 50 Kutschen. Villisca lebt bis heute mit diesem Mysterium. Die Tat ist so unverständlich, die Brutalität kaum zu fassen. Die Tragödie hinterließ Trauer, Schock und Wut, aber auch Verunsicherung und Angst. Und, wie gesagt, sie spaltet Villisca bis heute.
Der Vater von Josiah Moore, Charles Moore, starb am 29. Januar 1913 im Alter von 80 Jahren. Seine Mutter überlebte ihren Ehemann noch um fast 6 Jahre und verstarb am 29. März 1919, 6 Tage nach ihrem 78. Geburtstag. In den folgenden 90 Jahren hatte das Villisca Ex-Mörderhaus 7 weitere Eigentümer. Das Moorhaus wurde 1998 in das Nationale Register für historische Plätze aufgenommen. Die Stadtverwaltung von Villisca schreibt auf ihrer Homepage, Zitat: Das immer noch nicht aufgeklärte Verbrechen wurde als Villisca-Axtmord bekannt und die daraus resultierenden Ermittlungen und Prozesse spalteten die Gemeinde über die Schuld oder Unschuld eines lokalen Verdächtigen. Die Stadt ist zwar nicht stolz auf dieses dunkle Kapitel unserer Vergangenheit, aber wir erkennen das anhaltende Interesse an historischen Untersuchungen an, raten aber davon ab, dieses Verbrechen zu sensationalisieren. Zitat Ende. Diese Absicht ist zwar sehr nobel, gelingt aber auch in diesem tragischen Fall leider gar nicht. Natürlich wurden die Axtmorde sensationalisiert. Und heute zählt das Moorhaus zu den berühmtesten Spukhäusern des Landes. Es können Besichtigungen und sogar Übernachtungen gebucht werden. Besuche von paranormalen Ermittlern haben Audio-, Video- und Fotobeweise für paranormale Aktivitäten geliefert. Die Besichtigungen wurden durch Kinderstimmen, herabfallende Lampen, sich bewegende Leiter und fliegende Objekte unterbrochen. Hellseher haben die Anwesenheit von Geistern im Haus bestätigt und viele haben tatsächlich mit ihnen kommuniziert. Und Skeptiker habe der Glaube längst verlassen, heißt es. Die fast 100 Jahre alte, immer noch ungelöste Mordserie im Süden Iowas ist jedenfalls eine der gruseligsten und fesselndsten Episoden in der Geschichte des Bundesstaates. Das Grauen dieser dunklen Juninacht im Jahre 1912 wirkt noch lange nach. Auch nach 110 Jahren kann man es noch spüren. 8 unschuldige Menschen, darunter 6 Kinder, bestialisch im Schlaf hingerichtet, haben bis heute keine Gerechtigkeit erfahren. Mörder und Motiv bleiben unbekannt und das Rätsel dieser blutigen Nacht ungelöst. Was selbst den Bewohnern von Villisca lange Zeit nicht bekannt war, ist die Tatsache, dass der Name des kleinen Ortes gar nicht hübscher Ort oder schöne Aussicht bedeutet. Laut Lexikon der Ortsnamen von Iowa leitet sich der Name Villisca von dem Wort Waliska der Sac- und Fox-Indianer ab, was so viel wie böser Geist bedeutet.